Hallo Freunde des Kanals und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Heute lüften wir, oder jetzt lüften wir, was es mit dem Brunnen auf sich hat. Und zwar, Achtung, kein Trinkwasser. Sollte dennoch übermäßiger Verzehr stattfinden, bitte durch äußeren Druck abpumpen. Wasser bitte nicht auf Gegenstände spucken. Hatten wir ja schon einmal und ich drücke immer wieder die falsche Taste. So, wir müssen nämlich jetzt den lieben Mario hier vollpumpen. Ich kann jetzt nicht springen, der Idiot, weil er zu doof dazu ist. Und weil es jetzt aufs Feuer spucken. Ach ja. So. Jetzt drauf springen. Dann geht das Ganze weg. Und. Dann wirbelt es drum raus. Das Ganze müssen wir auch nutzen. Denn wir möchten darüber. Glaube ich zumindest. Ja, genau, das brauchen wir. Da ich nämlich, wenn wir jetzt hier hochgehen und hier hochgehen, dann kann ich einen Sirup holen. Jetzt die Position wechseln. Kann man nämlich jetzt mit dem Spin rein. Und schon können wir weiter. So, kommen wir hier hinten. Mal zum Speicherblock speichern und weiter. Und ich wollte immer noch die Taste zum schneller Vorangehen mal setzen. Ja, okay, muss ich mir merken. Werde ich aber bis zum nächsten Mal sowieso schon wieder vergessen haben. Deswegen ist das eigentlich total. Auf jeden Fall will ich da drüben noch hinziehen. Anderer Block, da ist irgendwas drin. Ein Pilz, kann man doch immer brauchen. Und jetzt wird er vom Block da abgeblockt. So, rüber. Und wenn ich jetzt weiterkomme, dann ist da unten ein schöner Block, den ich auch aktivieren möchte. Oh Gott, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen leckt. 17, 16 FPS, 20 ist normal. Glaube ich zumindest. Und ich unterbreche nochmal ganz kurz die Aufnahme. So, da bin ich wieder. Jetzt mit einer anderen Aufnahmemethode. Nämlich mit dem Ingame-Dingens, der das hier macht. Und das funktioniert ein bisschen besser als Fraps, wie ich gemerkt habe. Und deswegen geht's hier jetzt weiter. Und da ist wieder so ein Typi. Den müssen wir erstmal komplett K.O. trampeln. Ach ja, ich habe es jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt. Das habe ich auch erstmal gebraucht. Jetzt bin ich gerade schon total gefailt. Naja, auf jeden Fall werden wir demnächst, glaube ich, auch irgendwas in Richtung Zeig deinen Kanal. Zeig deinen YouTube-Kanal, Let's Play-Kanal. Hey, kann der mal aufhören zu failen? Und da werde ich auch nachher wahrscheinlich noch was aufnehmen. Oder morgen, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie sowas. Und ich hoffe, dass wir da einiges hinkriegen. Wäre auf jeden Fall schön. Und der Mario kann jetzt wieder eine Brustattacke machen. Die ich lange nicht mehr gemacht habe, kann ich es noch. Und pam. Und yes, hat gut geklappt. Kriegen wir nochmal eine Ahadia und 6 Münze. Jetzt habe ich wieder total den Faden verloren natürlich. Auf jeden Fall machen wir hier weiter. Und ich gehe einmal hier drauf und hoffe, dass ich nicht gleich nochmal irgendwie unterbrochen werde. Doof. Und er ist hingefallen, das hätte ich wissen müssen. Oh mein Gott, ich bin so ein Noob geworden in diesem Spiel, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Nein, egal. Ja, ich muss gleich nochmal zum Boot-Training. Macht ihr eigentlich irgendwie Sportarten? Oder so, keine Ahnung. Und der Idiot soll springen! Auf jeden Fall, ich mache Taekwondo, hab da den rot-schwarzen Gürtel und Mario erreicht Level 6. Und ich hoffe, dass ich da demnächst eventuell meine Darmprüfung mal mache, also für den schwarzen Gurt. Und ich hoffe, dass ich das schaffen werde einigermaßen, weil das wird nicht leicht. Es gibt wohl viele Sportarten, die auch so ähnlich sind. Zum Beispiel wird oft gesagt, Judo wäre ähnlich, ist es aber eigentlich gar nicht. Und es gibt Leute, die fangen einmal an und hören nach 3 Tagen wieder auf. Aber das finde ich teilweise richtig idiotisch. Weil warum fängt man dann an? Na gut, wenn man es getestet hat, aber wenn man dann schon irgendwie weitere Gurte erreicht hat, weil man halt schon länger jetzt dabei ist, dann hört man irgendwann mittendrin auf. Ohne dass man irgendwie das Meister erreicht hat. Hier brauche ich auch nochmal. Und ich wollte draufspringen. Warum sind die Idioten nicht draufgesprungen? Und meine Mutter oder meine Schwester hat da gerade draußen gehustet. Und ich habe gerade diese schöne Attacke gefailt. Auf jeden Fall werde ich nicht gestört. Das ist sehr schön. Und ich springe. Und
mach Attacken. Eigentlich wollte ich jetzt den Bini da vorne wieder angreifen. Naja. Und hopp. Yay, Konter. Faden verloren? Ich hasse das. Irgendwie. Keine Ahnung. Noch ein Ahadia und ein paar Münzen. Und Luigi erreicht Level 6. Auf jeden Fall hoffe ich, dass irgendwie ich jetzt noch was finde, was ich sagen kann. Auf jeden Fall habe ich hier Spaß und das hoffe ich, dass ihr das auch habt, aber... Warum? Okay, naja, er ist auch gestorben. Ich mag dieses Spiel, das wisst ihr aber inzwischen, glaube ich, auch schon, wenn ihr das Let's Play geguckt habt. Danke dafür auf jeden Fall. Und Mario ist mal wieder gefailt und hat nur 3 Herzen. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme nicht total versaut ist, weil ich jetzt den Ingame-Aufnehmer nehme und keine Ahnung. Und Luigi ist fast am Krebeln und wird jetzt nicht sterben. Wow. Und durch den Konter gestorben, die Dinger. Ja, ich glaube, das hatte ich auch 1 oder 2 Mal erst. Naja, soll mich nicht stören. Und nein. Oh, leck. Da war ein kurzer Leck. Ja, ich hoffe, dass das alles auch so richtig rüberkommt. Luigi ist total am Hecheln. Aber jetzt kriegt er erstmal einen schönen Pilz reingepfeffert. Und schon geht's ihm wieder gut. Und ich habe keinen Sirup. Das ist schade. Muss ich erstmal mal einen Sirup beschaffen irgendwie. Naja, Mario trinkt jetzt erstmal wieder eine Rutsche. Rutsche. Damit Luigi dann wieder volle Kanne auf ihn drauf springen kann und wir den nächsten Wirbelsturm kriegen. Die Wirbelstürme sind gut, solange sie nicht irgendwie die Menschheit halt vernichten und uns nur helfen, um irgendwo rüberzukommen. Und Luigi, oh mein Gott, er trinkt und blablabla. Luigi mag kein Wasser, der kann nicht so viel Wasser in den Mund nehmen. Er ist total der Noob. Kann noch nicht mal so eine ganze Flasche Cola auf Ex trinken. Na gut, das kann ich auch nicht. Aber ich habe schon mal eine 1,5 Liter Wasserflasche, die, also nur Wasser. Was bewirkt der Schalter? Achso, ja, genau, dann drin. Yay. Dann kommen wir da nämlich gleich weiter. Da will ich nochmal rüber. Und hopp. Yay. Bla bla bla, genau. Und da wäre es fast wieder zum Kampf gekommen, ist es aber nicht. Nein! Plätze wechseln, ihr Idioten. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich bin so gut, ich verliere so oft den Faden. Aber ich rede wenigstens, glaube ich, die meiste Zeit. Aber trotzdem sollte ich aufpassen, dass ich irgendwas sage, was auch irgendwie manchmal Sinn ergibt. Weil halt und so, nämlich denn cool, irgendwelche Wörter. Und ach da, machen wir bestimmt. Gut, dann komme ich hier durch. Und was steht hier? Lachbergwanderweg. Aber da oben ist doch garantiert noch was. Da wollen wir hin. Egal was es ist. Oh mein Gott. Es ist ein One-Up-Pilz. Und Münzen. Und Mario. Luigi wollte heute. Luigi durfte auch mal spielen. Und hier kommen wir jetzt zum nächsten Bosskampf. Den lasse ich jetzt noch in der Aufnahme drin. Sind ja noch ein paar Minuten. Die Aufnahme geht ja ein bisschen länger, weil ich noch zwischendurch Fail hatte und so. Auf jeden Fall wird der Boss der liebe Felsstrahler sein. Aber da müssen wir vorher nochmal eine kleine Aufgabe erledigen. So sprechen wir ihn mal an. Seit den Tagen der Ahadia wache ich der Felsstrahler in diesen Bergen über diesen Pfad. Der Weg zum Gipfel ist steil. Nur wer meine Prüfung besteht, mag diesen Weg beschreiten. Seid ihr bereit für die Prüfung? Ich sag nochmal ganz kurz nein, denn die sollen erst nochmal ein bisschen... Ich brauche unbedingt Sirup. Jetzt kann ich meine schöne Boss-Attacke hier gar nicht machen. Ja, ich bin bereit für die Prüfung. Sammelt in 30 Sekunden 10 Aha-Sphären aus der Luft. Aber hütet euch. Denn wenn ihr den Boden berührt, dann habt ihr verloren. 2, 1, los. Und dafür müssen wir ganz einfach hier immer so möglichst schnell durchgehen. Und dann halt plank. Ein. Und die nächste. Die nächste. Und warum ist die jetzt da unten? Das nervt. Wieso habe ich die jetzt nicht gekriegt? Hab nur noch 10 Sekunden. Und ich bin auf dem Boden. Ich bin ein Idiot. Ja, nochmal. 3, 2, 1 und... Pure Action! Action-Alarm! Und ich habe die erste. Und ich habe die zweite.
Und ich hoffe, dass ich jetzt auch direkt die dritte kriege. Ja, habe ich. Und jetzt muss ich die da oben kriegen. Ich hasse das, wenn die immer so direkt da oben sind. Und ich versuche jetzt so schnell zu reden, damit ich hier ungefähr die Action beschreiben kann, die hier ist. Und da ist wieder direkt eine vor meiner Nase. Und die nächste ist da nur um die Ecke. Und das ist super. Und jetzt muss ich hier nochmal um die Ecke. Und ich habe noch 8 Sekunden. Und ich muss nur noch 2 einsammeln. Und kriege ich sie? Ja, und die 10. Prüfung bestanden. Episch. Sehr gut. Euer nächster Gegner bin ich. Oh mein Gott, er mutiert zu einem Stein. Und los geht's. Und er versteckt sich jetzt unter der Säule. Dann machen wir ihn mal kaputt. Oh mein Gott. Jetzt ist er da drunter. Das ist schade. Gut, dann müssen wir wohl oder übel mal den anderen Stein erst kaputt machen, wo er nicht drunter ist. Und das ist der da oben. Dann kann uns der Stein nämlich auch nicht angreifen. Und pam. Miep. Miep. Oh mein Gott, ich bin aufgedeckt. Wir haben mich gefunden. Das ist nicht gut. Wow, toll. Und. Bzzzt, bzzzt. Sprung, muss Pfeiler kaputt machen. Und blam. Er ist geplättet. Ich war. Und. Jetzt macht er nochmal diese unglaublich schwer auszuweichende Attacke. So dass ich sofort den. Pfeiler kaputt machen muss, der wirklich 2 Hitpoints braucht und ich habe ihm nur einen gezogen. Und der hat auch nur einen Schaden gemacht, weil er hingefallen ist, der Idiot, und lässt sich dann auch noch treffen. Oh Gott, du doofer. Oh, oh, das tut dem Gehirn weh. Na gut, jetzt macht er wenigstens die Attacke, die vielleicht auszuweichen ist. Den Pfeiler kaputt, damit er. Kein Kommentar. Im Ernst. Kein Kommentar. Warum? Das ist so idiotisch, doof, dumm. Oh, ja. Ich muss in 15 Minuten los zum Training. Jetzt erst mal den Pfeiler kaputt wieder. Ach ja, und dieser Bosskampf. Es ist einfach so unglaublich spannend. Ich glaub's nicht. Es ist so lame. Nicht kein bisschen. Irgendwie, aber doch schon und halt so. Autsch, au. Oh mein Gott, dieser Boss. Ich werde ihn niemals im Leben besiegen. Es ist so schwer. Boah. Nein. Na gut, wenn man den Boss nicht kennt und erst nicht weiß, wie man ausweichen soll, dann ist das schon schwierig. Das stimmt schon, aber na gut. Ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, ich hing da auch oft lange dran, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, das Spiel. Weil halt ich da noch nicht so viel Erfahrung hatte mit Spielen. Ich glaube, da war ich 8. Oh nee, da war ich 11, glaube ich, habe ich das erste Mal gespielt. Ah, kommt hin. Da war ich noch mit ein paar Leuten aus meiner Klasse befreundet, die ich inzwischen überhaupt nicht mehr mag. Ja, na gut. Auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ich den Typen jetzt bald mal besiegt habe. Ich habe halt keine Sirupe mehr, deswegen konnte ich meine Brüderpunkte nicht mehr auffüllen, deswegen kann ich eigentlich keine Attacke mehr machen kann. Keine Brüderattacke, die ihn so richtig reinhauen würde mit ganzen 10 Hitpoints. Und unglaubliche 6 hat er ihm gemacht, weshalb er jetzt tot ist, weshalb ich ihn wiederbeleben muss. Ich glaube, das ist der erste One-Up-Pilz, den ich jetzt im Let's Play verbrauche. Na, da werden noch einige dazukommen. Nun gut, sei es drum. Erledigen wir diesen Boss. Psst. Naja, er lohnt sich auf jeden Fall, weil danach müssen wir nur noch den Rest des Berges hochklettern, der relativ leicht auch ist. Und dann kommen wir noch zu einem Boss und dann bekommen wir endlich die Hämmer, den wir dann noch mal so ein bisschen mehr reinhauen. Nun gut, irgendwann werden unsere Attacken auch noch ein bisschen mehr Schaden machen, weil wir halt mehr Angriffspunkte haben in unseren Stats. Und ich habe schon wieder nur einen Schaden gemacht. Boah, das ist so deprimierend. Und Mario ist auch fast tot. Und jetzt, endlich. Mein Gott, ist das geil. Scheiße, One-Up-Pilz habe ich zurückgekriegt. Ihr habt die Prüfung bestanden. Nun stellt euch neuen Abteil. Den Typ habe ich doch gerade besiegt. Warum redet der noch? Nun gut.
da dieser Bosskampf so ziemlich eine gute Stelle zum Aufhören ist, würde ich einfach mal sagen, gucke ich jetzt, ob hier oben noch irgendwas Interessantes ist, was ich mir holen kann. Ja, da. Da werde ich mal hinfliegen. So, flieg, flieg, flieg mäßig. Wenn ich jetzt nicht voll gefailt hätte, dann hätte ich das da gekriegt. Dann kann ich hier auch nochmal speichern. Ja. Vorfeldstrahler. Genau. 1 Stunde 25 habe ich auf diesem Spielstand jetzt schon. Passt. Eigentlich glaube ich, dass ich die Folge etwas... 1 Stunde 32 habe ich jetzt sogar. Oh mein Gott. Auf jeden Fall will ich jetzt noch diese Itemboxen da mir abholen. Weil da doch bestimmt schon irgendwas Gutes drin ist. Ja, hallo? Ich will da dran. Na gut, wenn ich es jetzt beim nächsten Versuch nicht hinkriege, dann höre ich auf. Nur, kann auch sein, dass ich dafür eine andere Tastenbelegung muss, weil ich kann... Wirklich? Ich kann mit meiner Konfiguration hier mit Gamepad, kann ich nicht schräg laufen irgendwie. Normalerweise kann man auch so halb schräg laufen. Das geht halt nicht gegen Gamepad, und er das nicht richtig erkennen wollen. Und deswegen höre ich jetzt auf. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Schreibe unseren schönen, beliebten Speicherstand 9. Wenn er das jetzt nehmen würde, naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Guckt auf unseren anderen Videos vorbei. Ich bin Siliarus und wünsche euch noch viel Spaß. Aufnahme, Stop AV Recording.